Also. Das zweite Siegel. Das siebte Zeichen. Hat ja auch was mit Siegeln zu tun. Hier taucht irgendwie noch niemand auf. Das ist beunruhigend. Grand Scepter, oh. Ancient Scroll. Aber das war schön, dass ich King Leoric begegnet bin. Mit seinem schönen Text. Hier sind zwei Siegel, aber ich möchte gerne erstmal wissen, wo die Gegner von dem ein Siegel sind. Nicht, dass mich hier zu viel rumläuft. Aber wenn ich davon ausgehe, wie stark King Leoric war, wird das noch spannend mit Diablo. Sind. Oh, 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 ich hasse die Viecher. Oh. Die sind so übel. Diese. Beholder. Gut, erst einmal die Beute einsammeln. Dann. Wer kommt als nächstes? Succubus! Hier kommen die Succubi! Hellrocker! Das sind die Hells Angels! Was halten die bitte schön auf? Klauen mir meine Mana. Bleib stehen! Bleib stehen! Wie schnell wirst du? Oh, schön, ein Ruby. Irgendwie macht das keinen Spaß, hier zu jagen. Bleib stehen! Jetzt haben wir dich aber in die Ecke gedrängt. Das Geräusch kam etwas spät. Interessant. Ich weiß aber nicht, wer der Boss gewesen ist, die Anführerin von ihnen. Oh, wie mies. Sie steckte da fest mit dem Pathfinding zwischen mir und meiner Valkyrie. Aber nein, schade. Ich hab's verpasst zu sehen, wer die ganze Truppe angeführt hat. Ging insgesamt den Kampf unter. Kann man nichts machen. Gut. Habe ich das Siegel oben?
Schon gebrochen? Ich glaube ja, nur noch die beiden hier unten. Ich will nicht zwei Siegel auf einmal aufmachen. Ich habe Angst davor. Aber hier ist nichts. Wahrscheinlich tauchen dann gleich zwei Gegner auf einmal auf. Würde mich nicht wundern. Der Warlord of Blood. Wen haben wir hier? Nach deinem? Nein, das kann ich doch. Aber Lachtanon war doch ein guter. Der würde niemals angreifen. Das ist nicht fair. Nicht einmal der Tod kann dich vor mir retten. Da könnte was Wahres dran sein. Lachtanon. Please, don't kill me. Just hear me out. I was once captain of King Leoric's knights, upholding the laws of this land with justice and... Was nehme ich jetzt als Skill? Ich brauche... Was brauche ich? Dodge oder Sway? Ich nehme Sway. Wenn ich das geschafft habe, bin ich fertig mit Akt 4. Aber bin ich stark genug, um das zu schaffen? Das ist die Frage. Da... Oh, er hat Minions dabei. Vorsicht vor dem Blitz. Da ging mein Minion dahin. Nein! Ich sag ja, er ist übel. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Oh ja, ich muss mich mit dem... Ich muss mich ihm alleine stellen. Okay. Heiltränke habe ich aber jede Menge. Komm her. Du willst spielen, dann spielen wir. Nur du und ich. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Da war ja der eine von Freundstecker. Vielleicht nicht unbedingt im Blitz stehen bleiben. Aber davon abgesehen. War das viel zu einfach. Was nun? Die Schreckensherrschaft ist zu Ende. Ah, schön. Und die Musik von Akt 1. Für ganz kurze Zeit. Yay! Also, King Leoric. King Leoric war schwerer als er. Das muss man auch erstmal verstehen. Wahrscheinlich liegt es an den zufälligen Verzauberungen, oder? Dann muss ich nur meinen Söldner wiederbeleben. Und dann habe ich diesen Akt beendet. War ja, wie gesagt, ein überschaubarer Akt von der Länge her. Besonders wenn man jetzt ein bisschen durchrennt, wie ich. Ich nehme noch den Warhead mit, kann gut verkaufen. Und meine Abschlusstexte. Ich habe euer großes Potenzial schon immer gespürt. Ihr habt diese Aufgabe mit Bravour erledigt.
Meine Vorfahren haben zwar oft gegen die drei Übel gekämpft, doch ich habe stets ein zurückgezogenes, der Gelehrsamkeit gewidmetes Leben gelebt. Dass mein Wissen euch half, ist mir eine große Freude. Doch nun möchte ich diesen Ort verlassen. Auch wenn die Tore des Himmels wunderschön sind, so hoffe ich doch, sie erst in vielen, vielen Jahren wiederzusehen. Bitte redet mit Tyrael darüber, diesen Ort unverzüglich zu verlassen. Das ist der Sprecher vom Akt 4. Guten Abend. Und das ist der vom aktuellen Stand. Oder von den früheren. Was für ein Chaos. Ich habe viel über den rätselhaften... Verrückt, oder? Das Licht sei gelobt. Du hast das Unmögliche bewerkstelligt. Diablo und Mephisto wurden wieder in den schwarzen Abgrund verbannt, der sie einst ausgespien hat. Und die korrumpierten Seelensteine sind nicht mehr. Doch während du dort gekämpft hast, blieb Baal im Reich der Sterblichen und hat eine Armee höllischer Diener aufgestellt. Nun sucht Baals Armee nach dem Weltstein, der uralten Quelle aller Seelensteine und ihrer Macht, und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Sie sind schon tief in das Heimatland der Barbaren vorgestoßen und dringen zielstrebig zum Gipfel des Berges Ariad vor. Baal weiß Bescheid, sterblicher Held. Das ist die Stätte, an der sich der heilige Weltstein befindet. Nun geh durch das Portal, das ich für dich geöffnet habe. Es bringt dich zur barbaren Stadt Harrogat, der letzten Bastion der Ordnung an den Hängen des Ariad. Schön, dich wiederzusehen. Also auch er hat zwei verschiedene Stimmen jetzt auf einmal. Vor langer Zeit. Okay. Frozenheart wiederbeleben. Und das war's. Dann gehe ich. Ich zeige noch mal, was ich gefunden habe. Das kann ich noch zeigen. Das sind ja schöne Sachen. Ganz sicher. Seid gegrüßt. So. Arcanas Death Wand. Ich habe das komplette Arcana-Set zusammen. Ist aber leider zweihändig. Das hier gibt zusätzliches Gold. Corpse Crack. Viel Schaden. Eigentlich. Vielleicht. Vielleicht ist es interessant für Golems. Für mich nicht. Das kann weg. Was ist das hier? Glacial Spike on Striking. Und Life Leech. Auch hier, für ein Golem könnte es reichen, für mich nicht. Slow Attack Speed. Nein. Koth's Cudgel habe ich gefunden. 8 bis 140 Schadenspunkte. Und 30% Crushing Blow. Aber davon abgesehen, nicht so beeindruckend. Arcana Sash. Ach, er hat das komplette Arcana-Set gedroppt, ich verstehe. Das kann ich auf 2,55 bringen. Aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass ich noch ein bisschen leveln müsste. Dass er mich zunächst einmal umbringt. Diablo. Das ist ihm dann eher nicht gelungen. Ja gut. Ah, und ein Optik-Amulett habe ich auch noch hier.